Servus ihr Lieben, hier ist wieder euer Patrick und in diesem Video geht es um das spannende Thema Nichts. Und was ich damit meine, das erfährst du nach dem Intro. Bis gleich. So, da sind wir wieder und in diesem Video möchte ich mit dir über das Thema Nichts reden. Was meine ich damit, wenn ich sage nichts? Wir hier, und mit wir meine ich wir in der westlichen Welt, sind darauf programmiert, dass wir gelernt haben, dass je mehr wir uns anstrengen, je mehr Effort wir in eine Sache investieren, umso größer sind die Ergebnisse, umso besser sind die Resultate. Genau das funktioniert in manchen Bereichen des Lebens, aber es funktioniert nicht in allen Bereichen des Lebens. Was genau heißt das? Eventuell kennst du die Situation, du gehst ins Bett, hast am nächsten Tag oder am nächsten Morgen vielleicht einen sehr wichtigen Termin, legst dich hin, willst einschlafen und kannst aber nicht einschlafen. Und eventuell hast du so viele Sachen im Kopf, die dich belasten, wie zum Beispiel, wie meister ich den Termin morgen früh? Schaffe ich diese Prüfung? Wie geht das mit dem Streit mit meinem Partner weiter? Was ist mit XYZ? Und der Kopf ist so aktiv, dass je mehr du versuchst einzuschlafen, je mehr krampfhaft du es versuchst einzuschlafen, umso weniger funktioniert's. Du wirst nur noch wacher und liegst noch länger wach. Das heißt, beim Einschlafen wäre es ein Paradebeispiel, dass nicht immer mehr besser ist, sondern manchmal auch nichts besser ist. Denn irgendwann kommt der Punkt, wo man im übertragenen Sinne sagt, hier, scheiß drauf, jetzt ist auch egal, ich bleib wach oder sowas. Und genau das ist oftmals der Moment, wo man dann einschläft. Das heißt, in dem Moment, wo man loslässt, passiert das, was man will, nicht in dem Moment, wo man festhält und versucht es zu erzwingen, wie es uns oftmals beigebracht wird. Dasselbe Phänomen gibt es beispielsweise beim Meditieren. Meditieren heißt auf viele Art und Weisen loszulassen und eben nicht festzuhalten an den Gedanken, die beispielsweise kommen. Es gibt viele, die erfolgreich meditieren wollen und sich dann hinsetzen und es einfach zu sehr versuchen. Ich denke, ich will es jetzt schaffen und ich versuche es noch eine Stunde länger und irgendwie muss es gehen, ich habe es schon wieder nicht geschafft, dann regen sie sich auf und so weiter. Und genau so wird man über Meditation gegebenenfalls niemals das erreichen, was man eigentlich durch Meditation erreichen kann. Das heißt, wir können an dieser Stelle zusammenfassen, dass nichts zu tun manchmal besser ist oder auch nichts zu denken, als sehr viel zu tun und sehr viel zu machen und Sachen versuchen krampfhaft zu bekommen. Dieses Nichts, von dem ich rede, ist die komplette Präsenz. Das heißt, jetzt gerade zum Beispiel schaue ich in die Kamera und denke an nichts. So, es kommen Worte aus meinem Mund, über die ich auch nicht nachdenke, da ich wie in jedem meiner YouTube-Videos frei rede und kein Skript habe und auch keine Vorbereitungen habe. Aber hier oben passiert gerade nichts, denn ich bin einfach nur fokussiert auf die Worte, die ich spreche. Das heißt, wenn ich jetzt hier sitzen würde und krampfhaft überlegen würde, oh, wie wirke ich jetzt, was passiert, was soll ich als nächstes sagen und wie kann ich das Video möglichst kurzweilig halten und hat das jetzt gerade Sinn gemacht, was ich gesagt habe? Warte, ich denke nochmal drüber nach und welchen Satz sage ich jetzt als nächstes, damit das klug wirkt oder ähnliches. Wenn das der Fall wäre, dann wäre dieses Video wahrscheinlich nicht so angenehm zu schauen, wie wenn ich einfach frei in die Kamera spreche und das sage, was gerade in meinem Kopf ist. Das heißt, es gibt einige Bereiche in dem Leben, wo es um einiges sinniger sein kann, nichts zu machen und im Nichts zu sein. Die Buddhisten beispielsweise nehmen das Nichts manchmal als Synonym für die sogenannte absolute Wirklichkeit. Manche sagen, alles ist nichts. Das Interessante ist daran, wenn du im Nichts bist oder wenn du einfach präsent bist und wenn hier oben nichts passiert und du nicht kognitiv irgendwas versuchst zu erzwingen, dann passieren oftmals das, was wir Wunder nennen.
Ja, man sagt, go with the flow. Nimm die Dinge an, wie sie kommen. Und ganz oft ist es so, dass die besten Einfälle dann kommen, wenn wir eben nicht mehr über die Probleme nachdenken. Das heißt, um nochmal zu dem Beispiel von dem Beginn zu kommen. Du sitzt vielleicht abends manchmal da und kommst von der Arbeit, hast Probleme und Sorgen mitgenommen und überdenkst die und die Zeit vergeht und es wird später. Gefühlt hast du noch gar keinen Feierabend und dann gehst du ins Bett und machst dir vielleicht Gedanken über die Prüfung morgen oder über den wichtigen Termin oder über den Arbeitstag und so weiter. Und du machst dir so viele Gedanken, dass deine Leistung am nächsten Tag eventuell schlechter ist, als wenn du dir diese Gedanken nicht gemacht hättest. Denn wir alle brauchen Anspannung und aber auch Entspannung. Wenn wir zu lange nur auf Anspannung fahren, dann sind wir einseitig unterwegs und geraten dadurch logischerweise außer Balance. Das heißt, es ist wichtig, neben dieser Anspannung auch eben die Entspannung zu haben. Wenn du deinem Gehirn beispielsweise nach einem stressigen Arbeitstag genau diese Entspannung gönnst, dann laden sich deine Akkus auf und es kann um einiges wahrscheinlicher sein, dass du am nächsten Arbeitstag bei deinen Terminen wesentlich fitter bist, auch intuitiver fitter bist. Vorbereitung ist wichtig, überhaupt keine Frage. Aber Vorbereitung heißt, da zu sitzen, sich zum Beispiel eine Stunde Zeit zu nehmen und zu sagen, pass auf, jetzt bereite ich den nächsten Termin vor. Und dann setzt man sich hin, geht seine Unterlagen und Dokumente durch und bereitet den nächsten Termin vor. Vorbereitung heißt nicht, krampfhaft versuchen wollen, jedes einzelne Szenario zu durchdenken und sich Sorgen zu machen und Ängste zu machen bezüglich dem nächsten Tage, der nie kommen wird. Wenn ich sage, der nächste Tage wird nie kommen, dann meine ich damit, dass es weltweit nicht einen Mensch gibt, der auch nur eine Sekunde in der Zukunft gelebt hat. Denn wenn die Zukunft kommt, kommt sie als jetzt. Das heißt, wenn du dich vorbereiten willst, super. Aber du bist nicht zwangsläufig und egal ob in der Partnerschaft, in deinem Beruf oder sonst wo, besser, wenn du es krampfhaft versuchst, alles zu durchdenken und alles logisch zu durchdringen und dich vielleicht noch mehr anzustrengen und noch mehr anzustrengen. Manchmal kommt am Ende mehr dabei raus, wenn wir einfach loslassen, die Sachen Sachen sein lassen, runterfahren und den Moment leben und genießen. Denn was dann passiert, ist, dass die Sachen, die kommen, intuitiv sind, genauso wie jetzt bei dem Video. Es gibt viele YouTuber, oder es gibt einige YouTuber, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, Patrick, wie machst du das? Du machst die Kamera an und redest 10, 15, 20 Minuten in den Livestreams, manchmal eine Stunde durch und das Ganze ohne Skript, ohne Vorbereitung, ohne sonst was. Und sagen dann, Patrick, ich setze mich da manchmal hin, sitze den ganzen Tag mit meinem Stift, versuche aufzuschreiben, was ich in welcher Reihenfolge sage und am Schluss kommt nichts Vernünftiges dabei rum. Und ja, genauso, genau das ist das Thema. Denn wenn man zu kognitiv alles durchdringt, perfekt sein will, versucht jedes Szenario und jede Option zu durchdenken, dann verliert man an Flexibilität. Man kann nicht einfach aus sich heraus sprudeln, weil man versucht, sich krampfhaft an seinen kognitiven Faden zu halten, den man vorher hatte. Nichts anderes war das bei mir früher in der Zeit als Flirt-Coach, die meisten von euch werden es wissen, ich war früher als Dating-Coach unterwegs. Und da war es so, dass ganz zu Beginn meiner Zeit, da war ich relativ jung, ich glaube, ich war 18, 19, 20 so ungefähr, da habe ich irgendwelche Sätze übernommen von anderen, weil ich dachte, Mensch, diese Sätze funktionieren scheinbar gut. Und das war Bullshit. Warum war das Bullshit? Weil die Sätze, die ich übernommen habe, die waren so eingebrannt bei mir, dass ich unflexibel war, was meine Reaktion betrifft. Ich konnte mich nicht mehr auf mich selbst verlassen, sondern habe mich auf diese Sätze verlassen und habe darum Sachen gesagt, manchmal an Stellen in Gesprächen, die einfach komplett unkalibriert waren, die überhaupt nicht passend waren, die empathielos waren, die einfach nicht dahin gehörten. Warum? Weil ich mir hier kognitiv ausgemalt habe, oh ja, das hört sich wahrscheinlich gut an und so weiter und habe das dann zum Teil benutzt.
Gerade im sozialen Bereich, gerade im zwischenmenschlichen Bereich zählt viel mehr das, was hier ist und viel weniger das, was hier aus unserem Mund herauskommt. Denn letztendlich ist das, was wirklich zählt, das, was wir dabei fühlen, als Gegenüber in erster Linie auch. Und dein Gegenüber fühlt, ob du bei ihm bist und ob das gerade passt, ob das empathisch ist, ob das angebracht ist natürlich. Oder aber auch, ob das irgendwelche auswendig gelernten Sätze sind, Techniken, Maschen sind, sowohl in Verkaufsgesprächen als aber auch im persönlichen Gespräch. Wenn dein Gegenüber wach ist, spirituell gesehen, wird er das definitiv merken. So, also mein Fazit und mein Appell an dieses Video ist: Gönnt euch etwas mehr Ruhe, gleichwohl wir gelernt haben, dass man mit mehr Effort und mehr Invest immer mehr rausbekommt. Lass dir gesagt sein, es ist nicht in allen Bereichen so. Und eventuell, wenn du stagnierst, kann das genau den Grund haben, dass du versuchst, immer perfekt zu sein, kognitiv versuchst, jedes Szenario dir auszumalen und versuchst, noch krampfhafter, noch mehr schaffen zu wollen. Wenn das der Fall ist, lasse los, lass die Sachen sein, wie sie sind. Und du wirst überrascht sein, was für Ideen dir auf einmal kommen, für die vorher kein Platz in deinem Kopf war. Das war's mit diesem Video, ihr Lieben. Wenn euch das gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Adios.